Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte. Und diese Metapher ist, seitdem Marx sie ins Rollen gebracht hat, selbst in Bewegung geraten und in immer neuen Formationen aufgetaucht. Beispielsweise hat Karl Kautsky, nach Engels Tod der einflussreichste Theoretiker der sozialistischen Internationale, angesichts des bolschewistischen Revolutionsversuchs davon abgeraten, eine Lokomotive in Gang zu setzen, ohne vorher gelernt zu haben, wie eine Lokomotive denn gelenkt wird, ohne also einen Führerschein in Sachen Revolution gemacht zu haben. Worauf Leo Trotzki antwortete: Wie sollen wir denn lernen, eine Lokomotive zu lenken, wenn wir uns nie in die Lokomotive reinsetzen, sondern immer schön zu Hause bzw. im Regierungskabinett hocken bleiben? Der kritische Theoretiker Walter Benjamin hat demgegenüber vorgeschlagen, die Metapher umzudrehen und Revolutionen nicht als Lokomotiven zu verstehen, sondern als Notbremse, mit der der unheilvolle Fortschritt des Kapitalismus angehalten wird. Und auch Rosa Luxemburg hat das Bild der Lokomotive, der Revolution aufgerufen, um ein Naturgesetz der Revolution zu erläutern, dass sie nicht nur in Russland, sondern auch in den vorherigen Revolutionen in England und Frankreich beobachtet hatte. Ihrer Perspektive nach ist die Revolution eine Lokomotive, aber eine, die einen Anhang hochfährt, sodass die Möglichkeit eines goldenen Mittelweges ausscheidet und die Revolution vor der Alternative steht, entweder, wie sie sagt, mit Volldampf den Anhang hochzufahren oder aber von den Schwerkräften der alten Gesellschaft wieder herabgezogen zu werden, wodurch sie nicht nur die Revolutionärinnen, sondern auch all jene, die versucht haben, die Revolution zu entschleunigen, in einen Kompromiss umzuleiten oder die Revolution anzuhalten, mit in den Abgrund reißen würde. Diese Einschätzung von Rosa Luxemburg stammt aus ihrem Text zur russischen Revolution, den sie im September und im Oktober 1918 im Gefängnis in Breslau geschrieben hat. Und diese Einschätzung wurde kurz vorher bestätigt von den Ereignissen in Finnland, wo die Sozialdemokratische Partei vor der Revolution zurückgeschreckt war, weil sie die Staatsmacht ausschließlich friedlich durch freie Wahlen erobern wollte. Und diese Einschätzung wurde kurz nachdem Rosa Luxemburg ihren Text geschrieben hatte, noch einmal bestätigt, und zwar in Samara Ufa in der Wolga-Region, wo anders als in Petrograd nicht die Bolschewiki, sondern die Menschewiki im Bündnis mit den rechten Sozialrevolutionären an die Macht gekommen waren und dort versuchten, eine bürgerliche Republik zu errichten, um den Übergang zum Sozialismus für später aufzuschieben. Die einen weigern sich also in Finnland, die Revolutionslokomotive zu besteigen, die anderen versuchen, das Tempo der Revolutionslokomotive zu drosseln. Beides stärkt die Schwerkräfte der alten Gesellschaft und endet im Sieg der Konterrevolution und damit in der Liquidierung der Revolutionäre, die verhaftet werden, ins Exil getrieben werden oder auch direkt erschossen werden. Dort also, wo die Sozialdemokratinnen, die Sozialistinnen zögern, die Machtfrage zu stellen, wird diese Machtfrage dennoch beantwortet, aber von den ohnehin Mächtigen. Und dort, wo sie Skrupel zeigen, fallen sie der Skrupellosigkeit ihrer Gegner zum Opfer. Wir können auch fragen, ob dieses Lokomotivgesetz der Revolution ebenfalls von der Novemberrevolution in Deutschland bestätigt worden ist, an der Rosa Luxemburg als politische Akteurin selbst beteiligt war. Nachdem die deutsche Mehrheitssozialdemokratie bereits im Sommer 1914 sich für die Kriegskredite entschieden hatte und damit zur Erfüllungsgehilfin des imperialistischen Weltkrieges geworden war, hat sie sich bekanntlich im Winter 1918 gegen die sozialistische und für eine bürgerlich-demokratische Republik entschieden. Hat sich also entschieden für das Bündnis mit den Bürgerinnen, den Junkern und den Generälen gegen
die proletarische und freiheitliche Revolution, und zwar mit einer brutalen Gewalt im Verbund mit den Freikorps, in der sich bereits die mörderische Konterrevolution des deutschen Faschismus angekündigt hat. Die in der Mitte des Weges gestoppte Revolutionslokomotive, die dann wieder zurückrollte, hat Rosa Luxemburg in den Abgrund gerissen, aber sie hat auch mit 1,5 Jahrzehnten Verspätung all jene oder viele von denen in den Abgrund gerissen, die versucht hatten, die Revolution auf halbem Wege zu stoppen und damit auch erfolgreich gewesen waren. Also die Sozialdemokraten. Auch viele Sozialdemokratinnen, vielen, wenn auch weniger und milder als die Kommunistinnen, aber dennoch den Nazis zum Opfer. Ihnen, also den Sozialdemokraten, ist der Auftakt des Textes zur russischen Revolution von Rosa Luxemburg gewidmet. Also der Kleingeistigkeit und Mutlosigkeit der Sozialdemokratie, ihrem Mangel an Vorstellungskraft und an Handlungsmacht. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts hat die deutsche Sozialdemokratie auf den bürgerlichen Nationalismus gesetzt, statt auf den proletarischen Internationalismus. Und sie hat es für realistischer gehalten, den russischen Zarismus durch einen imperialistischen Krieg zu beseitigen, gewissermaßen durch eine humanitäre Intervention statt durch eine sozialistische Revolution. Diese linke Melancholie, in die sich hierzulande auch eine deutsche Depressivität mischt, hat sich in den letzten 100 Jahren noch verstärkt. Nicht zuletzt wegen eben jener Geschichte, an der auch Rosa Luxemburg beteiligt war. Die Niederlagen und das Scheitern der Revolutionen haben dazu beigetragen. Vor 100 Jahren galt es als unrealistisch, die Welt zu revolutionieren. Jetzt gilt es als unrealistisch, die Welt zu retten. Nicht den Kommunismus zu erkämpfen, sondern die Klimakatastrophe zu stoppen oder auch nur die Pandemie zu beenden. Luxemburg ergreift also Partei auf der Seite der russischen Revolution, die in ihren Worten die deutsche Sozialdemokratie Lügen gestraft hat und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Endziele des Sozialismus als unmittelbares Programm auf die Tagesordnung gesetzt hat. Aber Luxemburg macht nicht einfach auf Affirmation, auf revolutionäre Hurra-Stimmung, auf kritiklose Zustimmung. Stattdessen übt sie scharfe Kritik. Aber eine Kritik, die scharf ist, genau deswegen, weil sie unterscheidet und weil sie die Leserin nicht im Unklaren darüber lässt, was sie eigentlich selbst will. Luxemburgs Kritik genügt in diesem Sinne sogar dem klassischen pragmatischen Einwand gegen jede radikale Kritik, indem sie nämlich nicht nur sagt, was schief läuft, sondern auch sagt, wie es besser laufen könnte. Dabei kreist ihre Kritik im Wesentlichen um drei Felder. Erstens die Landfrage, zweitens die Nationenfrage und drittens die Frage der Demokratie. Luxemburgs Kritik der bolschewistischen Agrarpolitik, also ihre Antwort auf die Landfrage, lautet, dass die wilden Enteignungen, die während der Revolution stattgefunden haben, die wilden Enteignungen, mit denen sich die Bäuerinnen das Land der Großgrundbesitzerin angeeignet haben, keine sozialistischen Eigentumsverhältnisse geschaffen oder auch nur vorangetrieben hätten, sondern stattdessen eine Klasse von ländlichen Privateigentümerinnen geschaffen hätten. Damit hätten die Bäuerinnen zudem die Klassenverhältnisse auf dem Land verstärkt, weil es gerade die reichen Bäuerinnen, die Dorfbourgeoisen gewesen seien, die als Hauptnutznießer der Agrarrevolution hervorgegangen seien. Die Bolschewiki hätten sich so gewissermaßen selbst ihren eigenen Hauptfeind geschaffen, nämlich eine neue Klasse von ländlichen Privateigentümerinnen, eine kleinbürgerliche Bauernschaft. Diese Diagnose von Luxemburg basiert allerdings auf Voraussetzungen, die sie zwar sowohl mit Kautsky auf der einen Seite als auch mit Lenin und Trotzki auf der anderen Seite teilt, die aber nicht desto trotz historisch falsch sind. Die Vorstellung einer kapitalistischen Klassenstruktur auf dem russischen Land,
Mit Großbäuerin einerseits und mittellosen Landarbeiterin andererseits trifft nämlich nur auf einen kleinen Teil, insbesondere der europäischen, europäisierten Landwirtschaft Russlands zu. Im weitaus größeren Teil, insbesondere im östlichen, südöstlichen Teil der späteren Sowjetunion, war der Kapitalismus noch gar nicht so weit vorgedrungen, was nicht zuletzt daran gelegen hat, dass die russische Dorfgemeinde, die Obchina, das Privateigentum an Land verhindert hat. In der Obchina, in der Dorfgemeinde, war das Land nämlich nicht Privateigentum, sondern Gemeineigentum. Und dieses Land wurde vom Ältestenrat, also einer Versammlung der ältesten Männer des Dorfes, regelmäßig neu aufgeteilt. Und zwar nach dem Schlüssel der Größe der Haushalte. Dadurch haben sich Reichtum und Armut weniger statisch als zyklisch verteilt, was bedeutet, dass diejenigen, die in dem einen Jahr eher als arm erschienen, im nächsten Jahr als reich erscheinen konnten. Mit anderen Worten, das adlige Land, das in der Revolution von 1917 von den Bäuerinnen angeeignet worden ist, hat sich nicht in Privateigentum verwandelt, sondern wurde der Gemeinde übertragen, die es dann als Gemeinschaftseigentum verwaltet hat und parzelliert in kleine Abschnitte aufgeteilt an die Mitglieder der Gemeinde verteilt hat. Damit ist allerdings auch die Kritik von Rosa Luxemburg noch nicht erledigt, denn diese Parzellierung des Landes, diese kleinteilige Verstreuung des Landes bedeutet, dass dem patriarchal-familiären Kommunismus der Distribution, also der Verteilung des Landes, ein patriarchal-familiarismus der Produktion, also der Bebauung des Landes, gegenüber gestanden hat. Und auf dieser Grundlage, auf der Grundlage einer Produktion in kleinen Landparzellen mit niedrigster Produktivität, war es bereits schwierig, die notwendigen Lebensmittel für die Dorfbevölkerung zur Verfügung zu stellen, ganz zu schweigen von einem Mehrprodukt zur Ernährung der großen Städte. Wenn wir jedoch die Frage stellen, welche Möglichkeiten sich innerhalb der russischen Revolution geboten haben, sowohl die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen, als auch die protokommunistische Kollektivität der Obchina zu erhalten, was das Programm des späten Karl Marx war, das aber Luxemburg nicht bekannt gewesen sein dürfte. Wenn wir also diese Frage stellen, dann müssen wir die politische Perspektive erweitern, und zwar über die Bolschewiki hinaus, die beinahe den alleinigen Fokus von Luxemburg ausmachen. Denn Möglichkeiten einer Agrarpolitik, die die Bäuerin nicht, wie häufig im Marxismus der Fall, als Fremde oder Feinde, als rückständig oder reaktionär betrachtet hat, finden sich weniger bei den Bolschewiki als vielmehr bei den linken Sozialrevolutionären und bei den anarchistischen Machnowiki, also bei der Machnowchina, der machnowchistischen Bewegung, anarchistischen Bewegung in der Ukraine. Während die linken Sozialrevolutionären auf die Selbstregierung der bäuerlichen Sowjets, der bäuerlichen Räte setzen, hat die Machnowchina in der Ukraine damit angefangen, Agrarkommunen zu bilden. Die erste dieser Kommunen wurde im Juni 1919 von der Roten Armee bei deren Feldzug gegen den Anarchismus zerstört. Die führenden Kommunaden wurden für vogelfrei erklärt und einige Tage später von der Weißen Armee, von den Konterrevolutionären, erschossen. Und diese Kommune trug im Andenken an die eben ermordete Revolutionärin und Kritikerin des Bolschewismus, die gerade in der Landfrage so viel Ähnlichkeiten mit den Bolschewiki hatte, den Namen Rosa-Luxemburg-Kommune. Natürlich sind viele Aspekte dieser Diskussion auf die historische Spezifik der russischen Revolution beschränkt, auf die historische Spezifik vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine Spezifik, die auch Rosa Luxemburg im Breslauer Gefängnis nur in Auszügen bekannt gewesen ist.
Allerdings ist die Landwirtschaft auch heute noch der größte Wirtschaftszweig der Welt, in dem ein Drittel der arbeitenden Weltbevölkerung beschäftigt ist, in Ostasien oder im subsaharischen Afrika sogar noch deutlich mehr. Und damit ist auch die Landfrage weit davon entfernt, eine historische Frage zu sein, die sich erledigt hätte. Im Gegenteil, nicht nur die ökologischen Zerstörungen, sondern auch die Epidemien der letzten Jahrzehnte, hervorgebracht durch immer weitere Landnahme und beschleunigt durch die Monokultur der Massentierhaltung, zeigen, dass die Entwicklung zur industriellen Landwirtschaft keine eindeutige Fortschrittsgeschichte ist. Genau so wird sie aber von Rosa Luxemburg beschrieben. Das Zentrum der Politik soll nach Luxemburg das städtische Proletariat sein und das Zentrum der Ökonomie soll die urbane Industrie sein. Darüber könnten wir uns zumindest wundern. Luxemburg weiß als politische Kommentatorin, dass die Landfrage die entscheidende Frage der russischen Revolution ist und dass die wilden Enteignungen von Land der entscheidende Motor der Revolution sind. Als Theoretikerin der ursprünglichen Okkupation weiß sie, dass ländliches Gemeineigentum existiert. Als Politikerin der Spontaneität ist ihr bekannt, dass es andere Quellen der Produktivität gibt als die Vereinheitlichung, Rationalisierung oder Zentralisierung. Und als Botanikerin, die Bäume und Sträucher alte Bekannte nennt, weiß sie, dass die sogenannte Natur nichts Äußerliches sein muss. Mehr noch, als Liebhaberin von Singvögeln, die von der rationellen Forstwirtschaft vertrieben werden, ist ihr klar, dass die Beziehung zum Land nicht geprägt sein muss durch eine instrumentelle Rationalität. Wir können uns also darüber wundern, aber Luxemburg selbst dürfte sich nicht darüber gewundert haben oder hätte sich nicht darüber gewundert, wenn wir sie darauf aufmerksam gemacht hätten, denn sie befand sich nach eigener Auskunft immer im ausgezeichneten Widerspruch mit sich selbst. Und deswegen kann sie im Gefängnis die staatliche Zentralisierung und Industrialisierung der russischen Landwirtschaft fordern, während sie gleichzeitig in ihrer Zelle, wie sie schreibt, nach allen Seiten verbunden ist durch tausende Fäden mit kleinen und größeren Kreaturen, mit beispielsweise dem Star oder den Haubenlerchen, mit dem Zitronenfalter, den Veilchen und den Hummeln, mit den Kastanienknospen, mit dem rumänischen Büffel, mit der Nachtigall, den Wendehals, mit den Ameisenvögeln, den Abendamseln, mit dem Faulbaum, Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen, Johannisbeeren, Kirschbäumen, mit der Silberpappel, dem Buchfink, den Meisen, dem Grünling, mit Birkenkätzchen, Orchideen und Löwenzahn, Ligusterstrauch und Spitzahorn, Pfauenauge, mit Schwalben, bunten Pflastersteinen, Bienen, Wespen, Ameisen, Akazien, mit dem Himmel, mit rosanen und silbernen Wolken, mit Eschen, Schotenbündeln, zwischendrin auch mal einem Menschen, mit Hibiskus, Katalpa, Trompetenbaum und Blaukehlchen, Rotschwänzchen, Zwergmispel und Myrte, Federgras und Rüster, Holunder und Liguster. In ihren Briefen schreibt sie, dass sie sich unter den Hummeln im Gras wohler fühle als unter den Genossen. Und sie sagt, dass sie trotzdem hofft, dass sie auf dem Posten sterben werde, also im Zuchthaus oder im Straßenkampf. Luxemburgs Kritik der bolschewistischen Nationalitätenpolitik verfährt analog zu ihrer Kritik der bolschewistischen Landpolitik. Ihr Argument ist, die Bolschewiki erkämpfen sich einen taktischen Vorteil,
der sich dann in einen strategischen Nachteil verwandelt. Oder mit anderen Worten, um sich kurzfristige Bündnispartnerinnen zu sichern, erschaffen sie sich langfristige Gegnerinnen. Einmal bürgerliche Kleinbäuerinnen, das andere Mal bürgerliche Nationalbewegungen. Entscheidend ist, dass für Luxemburg weder soziale noch nationale Identitäten gegebene Wirklichkeiten darstellen, die dann im demokratischen Prozess politisch repräsentiert werden müssten. Stattdessen betrachtet sie sowohl soziale als auch nationale Identitäten als soziale Konstruktionen, die im historischen Prozess geschaffen werden, meist langfristig, aber in einer Revolution in Hochgeschwindigkeit. Deswegen liegt die Analogie auf einer anderen Ebene. So wie das Privateigentum an Land auf dem Großteil des Territoriums der späteren Sowjetunion Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht existierte, so hatte auch der Nationalismus dort noch kaum Fuß fassen können. Im letzteren Fall hat Luxemburg das deutlich klarer gesehen als im Falle der Landfrage. So etwas wie beispielsweise der ukrainische Nationalismus oder auch nur die ukrainische Nation existierte nur als Hirngespinst einiger bürgerlicher Ideologen, während sich die Masse der Bevölkerung nicht dafür interessierte, wo in diesem Raster sie sich zuordnen sollten oder auch in der Regel gar nicht wusste, wo sie jetzt hingehören, weil sie sich weniger als Ukrainerinnen oder Russinnen verstanden, sondern eher dann als Christinnen oder Bäuerinnen oder so etwas. Für Luxemburg war das Selbstbestimmungsrecht der Völker so völlig zu Recht nichts anderes als eine hohle, kleinbürgerliche Phrase. Nach den Erfahrungen von 1914 war ihr klar, dass der Nationalismus die größte Gefahr für den internationalen Sozialismus darstellt und auch für die Demokratie. Und das ist auch in der Russischen Revolution bei den Bolschewiki deutlich geworden. Denn diese setzten sich eher für das Selbstbestimmungsrecht der Völker ein, als für das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung. Aber auf die demokratische Kritik hat Trotzki geantwortet, wir seien als Marxistinnen doch nie Götzendiener der formalen Demokratie gewesen. Worauf Rosa Luxemburg erwidert hat, das stimme zwar, wir seien nie Götzendiener der formalen Demokratie gewesen, aber ja auch nie Götzendiener des Sozialismus oder des Marxismus. Mit anderen Worten, keines dieser Konzepte ist ein Ideal, dem sich die Wirklichkeit zu fügen hätte. Keins ist ein Fetisch, dem sich die Menschen unterwerfen müssten. Wir müssen also uns jederzeit die Freiheit einräumen, uns auch gegen Demokratie oder Sozialismus zu entscheiden. Die Frage ist allerdings, wie eine legitime und das heißt freie und gleiche Entscheidung gegen die Demokratie aussehen könnte, wenn nicht demokratisch. Und die Frage ist auch, wie eine Entscheidung für die Demokratie, also eine Entscheidung zur Realisierung der Demokratie aussehen könnte, wenn nicht sozialistisch. Denn offenkundig ist es doch in einer demokratischen Gesellschaft widersinnig, wenn einerseits alle Menschen genau eine Stimme haben, aber andererseits manche Menschen für eine Arbeitsstunde 9,35 Euro Mindestlohn erhalten und andere für eine Arbeitsstunde 3.809 Euro, wie beispielsweise der Topmanager von Daimler im Jahr 2020, also 407 Mal mehr. Denn dabei geht es ja nicht einfach um Konsumptionsmöglichkeiten, nicht um die Frage, wer sich den schöneren Computer oder das hübschere Häuschen kaufen kann, sondern es geht um die Fähigkeit, über die Arbeitszeit anderer Menschen zu entscheiden, die Arbeitszeit anderer Menschen zu kommandieren. Es geht also um Macht. Dann ließe sich doch auch gleich ehrlich sagen, den einen Menschen bei Wahlen eine Stimme geben, den anderen Menschen bei der gleichen Wahl 407 Stimmen geben. Denn wenn demokratische Gleichheit meint, Gleichheit
im Hinblick auf die Fähigkeit, das gemeinschaftliche Leben frei zu gestalten, dann ist sie mit der Ungleichheit in der Verfügungsmacht über die Lebenszeit anderer Menschen schlicht nicht zu verbinden. Und genau das ist die Position von Rosa Luxemburg. Noch im Dezember 1918, also einen Monat vor ihrem Tod, formuliert sie, dass die Aufgabe der Revolution darin bestünde, das in der Französischen Revolution proklamierte Ziel Liberté, Égalité, Solidarité zum ersten Mal in der Geschichte tatsächlich zur Wahrheit zu machen. Und zwar durch die Abschaffung der Klassenherrschaft, durch die Abschaffung der Ausbeutung. Wahre Demokratie verlangt mit anderen Worten, den Kapitalismus zu zerschmettern. Und dafür braucht es übrigens keinen Terror, weil die sozialistische Revolution, wie es im kurz zuvor geschriebenen Programm des Spartakusbundes heißt, nicht Individuen bekämpft, sondern Institutionen. Das ist überhaupt Kennzeichen linker Politik und somit Unterscheidungsmerkmal von rechter Politik, dass die linke Politik nicht Kranke bekämpft, sondern Krankheiten, nicht arme Menschen bekämpft, sondern die Armut und nicht Menschen überhaupt bekämpft, sondern Unmenschlichkeit. Es ist für die sozialistische Revolution weder notwendig noch wünschenswert, die Mächtigen zu enthaupten, es reicht, sie zu entmachten. Und es ist für die sozialistische Revolution weder notwendig noch wünschenswert, die Eigentümerinnen einzusperren, es reicht, sie zu enteignen. Keine Demokratie ohne Sozialismus also, das ist Luxemburgs Einwand gegen die Sozialdemokratie, aber auch kein Sozialismus ohne Demokratie, das ist ihr Einwand gegen die Bolschewiki, gegen die Leninisten. Und diese sozialistische Demokratie beginnt, wie Luxemburg sagt, nicht erst im gelobten Land, nicht erst, wenn die Wirtschaftsbasis des Sozialismus geschaffen ist und dann die Demokratie gewissermaßen wie ein Weihnachtsgeschenk an die Arbeiterinnen übergeben werden kann, die bis dahin es akzeptiert haben oder begrüßt haben, von einer Handvoll sozialistischer Diktatorinnen regiert zu werden. Sondern sozialistische Demokratie beginnt direkt mit dem Abbau der Klassenherrschaft und mit dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Und deswegen muss Luxemburg das Bild der Revolution als Lokomotive auch aufgeben. Und zwar auch ohne die späteren Erfahrungen von Chiapas oder Rojava gekannt zu haben, die eine historische Alternative zu dieser Politik der Konsequenz, Sieg oder Niederlage darstellen. Sie muss das Bild der Revolution als Lokomotive fallen lassen, weil die Revolution ihrer eigenen Erkenntnis nach, trotz aller Rede von historischen Naturgesetzen, kein Gleisbett kennt, keinen vorgezeichneten Weg, dem sie zu folgen hätte. Und sie muss das Bild der Revolution als Lokomotive fallen lassen, weil die Revolution ihrem eigenen Verständnis nach kein Führerhäuschen hat, von dem aus sie gesteuert werden könnte, schon gar nicht von einzelnen Lokomotivführern. Im Gegenteil, die Revolution erfordert Offenheit, Kreativität, aber vor allem breiteste Beteiligung der Massen. Der demokratische Charakter der Revolution ist für Luxemburg so nicht nur Prinzip, sondern auch eine praktische Notwendigkeit. Und zwar gerade, weil es in Luxemburgs Perspektive für die sozialistische Umwälzung kein fertiges Rezept gibt. Gerade deswegen ist es nötig, ständig zu experimentieren, auszuprobieren, zu improvisieren, wofür die Partizipation der Massen erforderlich ist. Schließlich lässt sich, das ist Luxemburgs Argument, das Negative, das heißt der Abbau der kapitalistischen Eigentumsordnung, diktatorisch dekretieren, aber das Positive, nämlich der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft, der lässt sich nicht diktatorisch festlegen, der kann nur demokratisch unter breitester Beteiligung möglichst vieler Menschen gemeinsam entwickelt werden.
Für Luxemburg ist das ein Vorzug des wissenschaftlichen Sozialismus gegenüber dem utopischen Sozialismus, gerade weil der wissenschaftliche Sozialismus keine Vorstellung des zu erreichenden Ziels entwickelt. Zumindest nicht vor der Revolution. Allerdings lässt sich auch für die russische Revolution fragen, ob die Bolschewiki nicht gerade deswegen so darum bemüht waren, den Eindruck eines fertigen Plans zu erwecken, weil sie als antiutopische Marxistin über keinen Plan verfügt haben. Dementsprechend konnten sie auch gar nicht erst versuchen, irgendjemanden von ihrem Plan zu überzeugen, weil sie keinen Plan hatten. Luxemburgs Argument für das Bilderverbot des wissenschaftlichen Sozialismus war also schon zu ihrer Zeit falsch. Aber heute, nach einem Jahrhundert praktischer Sozialismuserfahrung, lässt es sich schlechterdings nicht mehr halten. Denn über Bilder des Sozialismus verfügen wir heute zu Genüge. Die Frage, ob diese Bilder unser Begehren nach einer gerechten, gleichen, freien und solidarischen Welt befriedigen können, ist eine andere Frage. Jeder einzelne Mensch kann Vorschläge für einen Ausweg aus der Geschichte der Herrschaft unterbreiten. Aber die Entscheidung, ob diese Vorschläge angenommen werden, die muss gemeinsam, die muss demokratisch fallen. Es gibt wirklich keinen Grund, mit den guten Vorschlägen für eine solidarischere Welt zurückzuhalten bis zur nächsten Revolution. Das kollektive Gespräch darüber, wie wir eine bessere Welt gemeinschaftlich erschaffen wollen, kann jederzeit begonnen werden. Oder genauer, es kann jederzeit fortgesetzt werden.